Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo 2. Gut, das finde ich, also ich würde gerne die Dualwaffe mitnehmen können, notfalls, aber gut. Muss mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Kann sich das mal einer ansehen? Ich habe schon viel Schlimmeres überstanden. Na, wahrscheinlich. Aber gut, wir ballern uns hier noch ein bisschen weiter durch. Sind gerade abgeschossen worden. Ich glaube, langsam ist aber wirklich Zeit, dass wir in den Hof gehen, oder? Hast du ein Problem, Kumpel? Weißt du, ich sollte wirklich anfangen. Hey, weiter so. Irgendwann bist du vielleicht so gut wie ich. Hey, aufwachen, Kumpel, wir haben noch eine Rechnung offen. Ja gut, dann mach dir mal. Auf der anderen Seite, ganz unten. Mhm. Surf and Protect. Police Department. Okay. Ja, das mit den Dwarven scheint ist zwar nett, aber es scheint mir echt so eine sehr temporäre Sache zu sein. Okay, dann haben wir hier was Unterstützung gekriegt, beziehungsweise die hier nicht. Wie ist es mit meinen Freunden aus? Leben da noch welche? Ich glaube nicht, oder? Doch, da oben rennen welche rum. Deckung. Hey, das ist unsere. Mein Mädchen ist zu groß für den Innenhof, Sergeant. Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Over. Verstanden. Sprengladung am Tor anbringen. Alles klar. Ist das jetzt schon gesprengt worden? Nö. Es raucht halt nur gerade. Mal kurz nachfüllen. Welches Tor? Das oder das da hinten? Probieren wir es doch einfach mal aus. Ne? Da vielleicht. Wie ist denn dann hier so viel Platz, wenn da nichts? Also wahrscheinlich außer ein paar Gegnern kommt. Okay. Da ist aber eine ganze Menge Munition draufgegangen. Einsatzfähig, Ma'am. Einigermaßen. Unsere Piloten sind tot. Versteckt euch und bleibt dort. Wir holen euch. Okay. Soll ich dafür nicht Munition kriegen? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Munitionspäckchen gewesen, zumindest im ersten Teil. Oder sie sahen auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ihr seid auch so da oben. Ist in Ordnung. Okay, Purple Hearts für alle.
Sergeant, ich brauch sie auf dem Vogel. Was? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Okidoki. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Danke, danke. Gut, das Speermunition wäre zwar auch cool gewesen. Lasst sie nicht entkommen! So. Ja, wahrscheinlich wird hier gerade Level nachgeladen, deswegen ruckelt das so. So, snipen wir mal zurück. Stimmt, das muss man nicht nachladen. Praktisch, praktisch. Okay, Jungs, wollt ihr noch vor? Glaube ich, ganz gut aufgeräumt. Sehr schön. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ich glaube nicht. Ah, ihr habt glaube ich auch Sniper geholt, oder? Kann das sein? Okay, ein bisschen was an Munition kriegen wir zurück. Oh, wir haben sogar relativ viel Munition zurückgekriegt, sehe ich gerade. Ach, ihr seid einfach darum gelaufen. Das ist natürlich nicht schlecht. Flankieren macht meistens relativ viel Sinn. Geht hier unten was ab? Nö. Unterkontrollpunkt wäre hier erledigt. Okay. Sehr cool. Ich dachte, hätte einer von euch Alienwaffen geholt. Scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Tschüss. Meinst du? Na gut, dann einmal Dualwaffen bitte. Andere ist ja gerade relativ leer. Die Herren. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Immer wieder gerne. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Mhm. Hey, ich bin den Helm. Ich brauche mehr Rüstung. Okay, wieder mehr Munition. 4 im Taschenlampe zu aktivieren. War das vorher schon? Unten bleiben! Was? Noch mehr von denen? So, ich ging einfach mal davon aus, dass hier keiner auf uns wartet. So, sehr schön.
Passt. In Ordnung, wir schnappen sie uns. Bin genau hinter dir. So, na gut, da können wir nicht allzu viel machen. Wäre praktisch hier geschützt zu haben, aber ich glaube, das wird eher nichts. Okay. Komm da raus, damit ich dich aufs Korn nehmen kann. Ich habe es abgeschossen. Gut, wir haben dann ordentlich aufgeräumt. Nicht schlecht. Alles klar. Oh, hallo. Warlock. Ich hab einen erwischt. Gut gemacht. Trotzdem hast du gestern noch nicht gut gemacht. Okay, wir müssen fahren, ne? Ja. Vorsicht, Ghost! Na los jetzt! Aber gut. Ich glaube, ihr habt euch ein bisschen verbessert, was die KI angeht. Gegner abschießen und so. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Sollen wir da rüberspringen? Da geht's hier wieder nicht weiter. Nö, wir fahren einfach hier unten rum, ne? Wenn ich mal wieder ein Taxi brauche, sind Sie mein Mann. Bei der Fahrweise, ich glaube ja nicht. Juhu! Noch ein Kontakt! Okay. Zum Driften? Ja, ihr scheint wesentlich kompetenter zu sein. Als im ersten Teil. Ich brauch einen Sani, glaub ich! Stell dich tot, siehst du? Ja, nein. So ist's gut. Passt schon. So, habt ihr alles. Na, fast. Hey, ihr Jungs solltet euch ranhalten. Warum? Wir haben ihn getötet, Sir. Ja, der ist mir halt vors Auto gelaufen. Macht man ja nicht sowas. Selber schuld. Was denn jetzt? Ich hab so lang macht das Ding aber auch nicht mehr, ne? Obwohl. Ich glaube, es hat sich wieder ein wenig. Ich hab noch einen entdeckt. Erholt. Ah, das wird nie langweilig, Kumpel. Meinst du? Oh. Hey, nimm doch Vorsicht, Sir! Cool, ey, Calamari! Der war gut! Autsch! Aber da hätte ich mich ja vielleicht mal aufs Geschütz packen können. Das Ding ist so hässlich, dass selbst die Tränen lieber über den Hinterkopf laufen. Oh. Was? Auf uns.
So, ich ziehe mich mal kurz zurück, dass wir die Ghosts alleine holen können. Ah gut, das Schiff ist weggeflogen. Okay. Eben. Oh. Ich glaube, jetzt ist das Ding wirklich durch, oder? Sichern und durchladen. Ich glaube, da wirst du dich nicht mehr so großartig von erholen, mein lieber Wagen. Wohl noch relativ lang durchhältst. Gerade nachschauen gibt's hier noch, ja, wir müssen da hinten hoch. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Gut, aufpassen! Okay. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Insel. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Gruppe kommen. Nicht anhalten! Okay. Es wurde gesagt, nicht anhalten. Na gut, das Ding ist einfach zu beschädigt, um da einfach durchzuheizen, oder? Naja. Ich weiß, dass du da bist. Ich hoffe, das war es versehen, Chief. Ja, weil ich nicht wusste, dass das Ding explodiert. Die können doch nicht absichtlich so. Mhm, okay, also ich muss ein bisschen. Jetzt hält das Ding wirklich nichts mehr aus. Bisschen aufpassen bei den Dingern. Ich habe ein fettes Exemplar hier drüben. Was war das jetzt? Mehr Ghosts? Ich fahr einfach mal. Versuch's dann hier rüber. Ja, so ein neuer Warthog wäre cool, ne? Okay. Autsch, 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 autsch. Ja, wir kommen durch. Ich bin halt echt verwundert, dass das Ding noch durchhält. Kriegen wir hin? Hoffe ich zumindest. So, läuft. Oh, wir hatten. Warte mal. Kollege, möchtest du mitfahren? Ah, ne, das ist unsere, die wir gerade runtergekickt haben. Na komm. Ihr seid echt unfähig. Ich habe mich leider in euch getäuscht.
Okay, dann sind wir jetzt wieder allein auf weiter Flur. Oh fuck, explodiert. Auch noch nicht. Na gut, dafür sind wir gleich tot. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sie ging knapp daneben. Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Platoons! Erledigt, Sarge. Sind wir bald auf, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu. Der Chief wird den Panzer nehmen, die Brücke überqueren und jeden in die Luft jagen, der dumm genug ist, sich zwischen ihn und den Propheten zu stellen. Reißen Sie sich zusammen, denn Sie gehen mit ihm. Was ist mit diesem Scarab? Wir haben das doch durchgespielt. Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar. Haltet euch beim Master Chief. Er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Frauen lieben Panzerplatten. Alles klar, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.